Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead by Daylight Video. Wir spielen heute Legion, den möchte ich euch ein bisschen näher bringen. Und hier ist schon die erste Survivorin, zwei müssen da dran sein. Ich will jetzt die Distanz verringern und dann in unsere Fähigkeit Raserei gehen. Der sitzt und wie ihr seht, sehen wir visuell und hören akustisch, dass jemand noch in der Nähe ist. In unserem Radius, der es uns anzeigt. Steve, bitte. Dankeschön. Unser Ziel ist natürlich, so viele Leute mit der Fähigkeit zu treffen, bevor sie ausläuft. Und wir haben drei Stück. Wir haben einen Perk Thanatophobie dabei, das heißt, drei sind jetzt ja verletzt. Wartet. Oh, Palette haben wir raus. Sehr gut. Drei sind jetzt verletzt und deswegen sind es schon 15% Reparaturgeschwindigkeit, also Verlangsamung. Das ist ein sehr, sehr guter Start. Ah, die Katie will ich jetzt mal holen. T-Wall. Ja, kurz Licht verdecken. Sie geht weiter. Wir gehen einfach rückwärts. Das hat auch gut geklappt. Da hängen wir die auf. Wie ihr seht, habe ich keine Perks drauf, die uns das Chasen erleichtern, sondern nur Perks, die das Game verlangsamen. Komm, bitte. Geduldig sein. Zack und treffen, genau. Gehen wir wieder zum anderen. Es müsste Steve sein. Ja, das ist Steve. Er wirft die Palette nicht. Jupp, Free Hit. Und da rechts sind die anderen zwei, aber ich gehe zurück und will mit Pop Ghost die Wiesel kicken. Nee, zu den Perks. Ich habe keine Chase Perks dabei. Ich möchte einfach nur das Game verlangsamen, da die Fähigkeit von Legion gut genug ist zum Chasen und zum Verletzen. Meiner Meinung nach. Okay, sie geht rein. Täuschen wir kurz an. Sie läuft einfach durch. Und wirft die Palette. Sehr gut. Das ist die stärkste Palette auf dem Schutzwald. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Mal gucken, wo sie langläuft. Okay, sie läuft ganz außen lang. So, rückwärts. Und da läuft sie in uns rein. Sehr schön. Die hängen wir auf. Wie ihr seht, die haben noch keinen Gen geschafft. Die sind sich die ganze Zeit am Genesen. Wir üben sehr, sehr guten Druck aus. Kaum sag ich's, ist der erste durch. Okay, kicken wir den hier. Ah, da ist Laurie. Kommen sie her. Zack. Okay, hier ist jemand. Okay, wo läuft der hin? Oh, da habe ich mich verguckt. Ja, der ist noch hinter mir. Der ist einfach stehen geblieben. Dankeschön, Steve. Auf den committen wir. Okay. Gehen wir einfach außen rum, wenn wir die Palette werfen, oder? Ja, dankeschön. Paletten immer schnell weg. Jetzt haben wir 20% auf Thanatophobie drauf, was mega gut ist. Wir haben 2 Stacks auf Dying Light. Das sind auch schon 6% für alle, bis auf die Obsession. Der Baum hat mir nichts getan. Ich wollte ihn trotzdem schlagen, Leute. Zack, leg dich hin. Hier sind Spuren. Bei Legion geht es eigentlich nur ums Chasen, ums Verletzen und dann die Leute irgendwann down, zu down. Okay, die Spuren hören auf an einem Schrank. Jupp. Hallihallo, Laurie. Da kommst du mal an den Haken. Steve habe ich da hinten ja aufgehangen. Ich kann mir vorstellen, dass er da auch wieder am Gen ist. Jupp, da läuft er auch weg. Die haben sich alle geheilt, Laurie wurde schon befreit, das heißt, wir müssen mal wieder verletzen gehen. So, kommen Sie her, bitte. Okay, getroffen. Zwei verletzt und da ist die Kate. Da haben wir wieder drei verletzt und wieder gut 15% mit Thanatophobie drauf. Ja, auf die werde ich committen. Wenn die da im Niemandsland läuft, wo keine Palette ist, gehe ich drauf. Weil die dürfte nicht mehr zu einer Palette kommen. Nee. Habt ihr das gesehen? Ihr könnt euch merken, wenn ihr mit Deadheart spielt und ihr wollt zu einem Fenster Deadharden. Deadhardet früher, weil die hat jetzt genau aufs Fenster drauf gedeadhardet und konnte deshalb nicht mehr schnell durchs Fenster springen. Ihr müsst vorher deadharden, denn sonst bringt das gar nichts. Da hat sie trotzdem einen Slow Vault. Machen wir hier mal die Palette kaputt. Okay, hier sind Spuren. Ja, da ist wer. Ihr könnt euch merken, die Leute werfen auch gerne die Paletten, wenn ihr in eurer Raserei seid. Wie hier, genau. Da
Da wartet ihr einfach kurz, denn ihr könnt ja schnell über die Palette gehen. Und ihr seid allgemein schneller. Das ist auch clever, um die Distanz zu verringern. Die beiden... Ja, jeder ist verletzt. Da gehe ich aus der Fähigkeit gleich raus. Ja. Da versuchen wir, wen zu downen. Ihr seht, Legion muss da einfach nur fit im Kopf sein. Das Game ist von alleine schnell. Du bist schnell unterwegs. Hat er... Oh, der hat Dead Heart. Hat er eben nicht genutzt. Na, liegst du trotzdem, Kollege. Jetzt wird es schwer für die noch einen Gen zu schaffen. Viele haben jetzt schon einen zweiten Hook. Und jeder ist verletzt. Oh, der Gen ist weit. Da muss noch wer sein. Der ist. Der muss. Ja, sorry. Perfekt, nächste Palette haben wir raus. Und wir können Popcorn und Wiesel den Generator kicken. Ja, rennen sie alle. Oh mein Gott. Gehen wir der Kate nach. No, don't do it. Ah, ich habe schon wieder vergessen, dass sie Deadheart hat. Gott verdammt. Ah, die Palette ist weg. Zack, Blutrausch, die Arme. Ist sie tot oder ist das auch ihr zweites Mal erst? Die ist wahrscheinlich tot, sonst würde die nicht mit der Flashlight kommen. Ja. Komm, wirf. Versuchen wir ein bisschen zu Mindgame. Ne, die ist einfach weitergelaufen. Übrigens, das könnt ihr euch auch merken, wenn der Killer euch nicht sieht, weil die Objekte so hoch sind, lauft einfach mal weg. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Mindgame, weil viele Killer denken, du stehst da und willst loopen. Ja, eine blöde Ecke ist das. Das ist eine sehr, sehr blöde Ecke. Die Arme. Da hängen wir dich auch mal auf. Meiner Meinung nach, oh, da sind sie, braucht Legion einfach nur Perks, die das Game verlangsamen und du musst viel mit deiner Raserei arbeiten. Nicht nur die Leute hitten, sondern auch die Distanz verringern. Und was euch dann auffallen wird, wenn... Boah, Mallory, was machst denn du? Jetzt bist du tot. Du hast viel zu lange gewartet. Warte, ich klatsch die kurz und dann rede ich weiter. So. Hammer. Nee, was euch auffallen wird, wenn ihr die Leute ganz oft mit Raserei trifft, irgendwann wollen die meisten sich gar nicht mehr heilen. Weil sie dann merken, das ist eine Zeitverschwendung. Und das wiederum macht es euch leichter, die Leute zu downen, weil sie immer verletzt sind. Hier müsste irgendwo Steve sein. Machen wir erstmal die Palette kaputt. Aber wo ist der? Ich sehe nichts. Ja, nice, da kommt der Disconnect. Weißt du, wo die Luke ist? Hier sind Spuren und ich höre keine Luke. Da ist Steve. Ja, Steve, was machst du hier? Hier ist nichts. Komm her, zack. Gehen wir erstmal mit Raserei noch nach, um die Distanz wieder zu verringern. So, raus. Oh mein Gott, hat er da sein Deadheart gewastet, während ich rausgegangen bin. Okay, er läuft durch. Jetzt kann er halt nichts mehr machen. Er hat keinen Erschöpfungsperk mehr. Und hat keine Palette. Und deswegen liegt er. GG. Da haben wir alle bekommen. Legion ist eigentlich simpel. Ist halt alles immer eine Übungssache. Wenn ihr mal einen richtigen Guide wollt, wo ich auch über die Fähigkeiten spreche, sagt gerne Bescheid. Oh Gott, da habt ihr euch aber eine schlechte Offering ausgesucht. Okay, hier sind Spuren. Da wollt mich mehr mit Head-On treffen. Nee, Mac. Ah, zack. Da ist sich vermoved. Zweimal. Du kleine Hexe. Ich bin der Head-On-Typ. Okay, hoch läuft sie. Springt direkt runter, alles klar. Ah, kurz die Spuren. Nee, warte, die ist da, die ist in dem Schrank. Ich muss jetzt irgendwie da dran kommen, ohne dass sie denkt, dass ich sie sehe. Alles klar. Das hat nicht funktioniert. Aber ich bin an dir dran, Mac. Du hast dein Head-On rausbekommen, sei froh. Ja, das hätte ich mir denken können, bei einer italienischen SWF. Und was machen wir mit bösen Mädchen? Genau! Die bestrafen wir. Ab im Basement, oder? Da müsste doch in der Nähe sein.
Ja. Okay, da schwirren sie jetzt wahrscheinlich alle hier in der Ecke rum. Bitte, bitte, treffen. Gut, haben wir. Ja, ich krieg die anderen zwei Survivor auch angezeigt. Geh mal hier mal rum. Oh, und Mr. King. Der hat ein paar Haare verloren. Zack. Und wo ist die letzte? Ach, die ist schon hier. Ja gut, dich treffe ich auch. Zack, alle verletzt. Nice. Und unser Raserei ist schon wieder ab. Das war sehr, sehr gut. Jetzt muss ich nur gucken, wo sind die hingelaufen. Okay, runter ist keiner gegangen. Oh, die ist gleich schon in der zweiten Phase. Hui. Ja, spuren sich überall. Hier läuft wer. Komm, gib mir die Palette. Dankeschön. Eine sehr, sehr starke Palette. Versuch die immer so schnell wie möglich rauszubekommen. Okay, die ist über alle Berge. Oh, und es wurde befreit. Da können wir auf die Person gehen, die gerettet hat. Sind ja alle verletzt. David! Dead Heart. Ah, und ich bin in ihr geliehene Zeit gelaufen. Krieg ich... Nee, die kriege ich nicht. Mist. Aber wir kommen mitten auf David. Weil das ist eine starke Map natürlich für Legion. Ist klein, die ist zentriert. Da siehst du viele Leute direkt mit deiner Raserei. Gut, die Palette ist raus. Direkt wieder rein. Zack. Bam. Ich werde ihn jetzt versuchen zu blocken an der Palette. Ob ich das hinkriege, raus... Oh, wow. Der ist, als ich rausgegangen bin, durch mich durchgelaufen. Mist. Hat er gut gemacht. Sehr, sehr stark. Aber wir sind noch in the business. Wir sind noch gut dabei. Ja, das ist nicht David. Mac, leg dich hin. Dankeschön. Ich höre was. Ja, ich höre was. Oh mein Gott, du versteckst dich neben der Palette. Das war doof. Okay, drei Hooks und noch keinen Gen gemacht. Das ist ein starker Start. Geh mal wieder nach da oben. Okay, ah, ich dachte, es wäre jemand da hingelaufen, hätte sich da versteckt. Aber nee, die sind beide einfach weggelaufen. David wurde jetzt auch befreit. Mein Gott, da, da ist wer. Heieiei. Du warst am Haken. Decisive Strike? Ja, sehr gut. Bei 5 Gens in DS, der raus ist, ganz ehrlich, da mache ich einen Daumen nach oben. Gehen wir wieder in unsere Fähigkeit rein. Direkt die Leute wieder nerven. Dich treffe ich da. Ja, da hinten sind zwei in einem Generator. Komm, sehr, zack. Dich habe ich auch getroffen. Die müssen jetzt wieder ihre Zeit mit Genesen verschwenden. Du darfst auch deine Zeit verschwenden. Und jetzt will ich irgendwen downen. Gehen wir der nach. Was machst du? Du hast eine Palette. Die wirfst du direkt. Mal gucken, ob wir ein Mindgame schaffen. Und jetzt einfach zurück. Jallihallo, da fliegt's in uns rein. Der vierte Hook, immer noch kein Gen durch. Das Perkset ist echt gut. Da vorne haben wir einen Haken. Da ruh dich aus. An dem Gen ist wer? Mr. King! Deadheart. Palette und Deadheart raus. Das geht in Ordnung. Versuchen wir mal eine Abkürzung zu nehmen. Da ist die Mac. Habt ihr gesehen, die ist in den Schrank gegangen. Ich versuche sie rauszugreifen. Jetzt. Mein Gott, ich krieg dich nicht raus. Aber weißt du was? Ich hol dich jetzt. Wo bist du lang gelaufen? Da lang, okay. Weil die ist tot, wenn man sie kriegen. Da haben wir direkt schon, ohne den Gen zu verlieren, den ersten Survivor raus. Das ist ja auch nicht Tunneln. Ich habe ja, glaube ich, drei andere in der Zwischenzeit aufgehangen. Und die hat es jetzt drauf angelegt. Oh, David ist auch wieder da. Komm, wir... Na, sie will noch laufen. Ich werde dann einfach stehen bleiben und meine Fähigkeit gehen. Ja, sehr schön. Weil dann ist sie verletzt. Das ist viel leichter, sie so zu verletzen, als einfach zu schlagen. Weil du bist halt viel schneller damit. Aha. Okay, jetzt läuft sie einfach durch. Und wir wissen, sie hat kein Deadheart oder sonst was, da sie Head-On hat. Okay, Mind Games. Gehen wir direkt drüber und schlagen. Ah, sie hat auch drauf committed. Schafft es noch an der Palette?
Nee, Blutrausch. Das ist bitter, so zu sterben. Ah, du bist tot. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, die ist tot. Ich glaube, das ist der 5. Hook jetzt gewesen. Und jetzt haben sie einen Gen geschafft. Das heißt, noch 7 Hooks und dann war jeder 3-mal dran. Ach nee, die Mac war ja nur 2-mal dran. Wir kriegen gar keine 12. Aber man kann trotzdem einen Doppelpip bekommen. Ah, gut versteckt. Oh, die bewegt sich viel. Zeit lassen? Genau. Denn ihr müsst auch bedenken, bei Legion, das wirkt manchmal so, als ob du wirklich weit schlagen kannst in Raserei, aber es ist kürzer, als man denkt. Man schlägt wirklich schnell daneben. Lasst euch lieber Zeit. Der Timer ist sehr lang. Wirf. Dankeschön. Siehst du, der läuft gleich aus, aber... Bam. Getroffen noch. Oh Gott, die andere hat sich schon wieder genesen. Die können wir wieder hitten. Oh, das wird mich nerven als Survivor, wenn ich zweimal nacheinander getroffen werden. Zack. Und jetzt, dich will ich haben. Ich gehe raus und versuche dich zu klatschen. Da ist ein Fenster, da willst du lang gehen. Ja, war mir klar. Mac, was ist los? Zack. Puh, läuft gut. Da haben wir einen Haken. Okay, wurde befreit. Oh. Können wir aufholen? Ich sehe keinen. Ach, hier ist wer. Jo, jetzt werden alle Paletten geworfen. Aber Larry, ist es so, wenn da mal die Paletten raus sind, haben die Leute keine Chance mehr. Außer du bist extrem gut, was Loops mit Fenstern angeht. Und hast halt, oh, vermoved. Und hast die passenden Perks dazu. Ich weiß gar nicht, ist die tot oder ist das ihr zweites Mal? Wir werden es herausfinden. Ihr zweites Mal. So, da wieder kicken. Ein gut Kick ist nie verkehrt. Pop Goes the Weasel immer nutzen. Machen wir hier die Palette kaputt. Mein Gott, so eine Verwüstung hier. Ich bin bei Zerstörung schon maximal. Ich kriege gar keine Punkte mehr dafür. Ja, das ist die nächste. Mein Gott, das mache ich alles for free jetzt. Das geht ja gar nicht. Wo sind die Leute? Ja, hier sind Spuren. Ach, Mr. King, haben wir wieder das Vergnügen. Wir müssen dran denken, er hat Dead Heart. Wir lassen uns einfach Zeit. Fenster, und da ist das nächste Fenster. Wir gehen einfach außen rum. Jetzt können wir reingehen. So, und jetzt? Was machst du jetzt? Oh, da ist ein Gitter. Oh, der Gen ist weit. Ja, da ist wer dran. Oh, das sind alle. Komm her, komm her, komm her. Komm, 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 komm. Zier dich nicht so. Danke. So, David hängen wir auf und dann kicken wir den Gen, der auf 99 ist, mit Pop Goes the Weasel. Danach suche ich die letzte. So, komm. Hopp, hopp, hopp. Wir haben echt 7 Stacks auf Dying Light. Ah, da ist er. Hat noch eine Palette. Boah, ja, nicht schlimm, das mich dann 7 Stacks, also 3x7. Das sind 21% Verringerung. Plus Thanatophobie. Mit 20 jetzt noch. Mit 10. Das sind 31%. Das ist ja mega viel. Ey, hör mir auf, die Armer. Ich weiß aber nicht, wo die andere hingekrochen ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen also dann die Luke suchen gehen, wenn die Mac hängt. Bist du eigentlich tot? Ja, bist du. Ah, da haben wir die Luke. Oh, sie hatte Adrenalin. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Hier ist sie nicht dran. Vielleicht versteckt sie sich oder sie committet auf ein Tor.
Ja, sie committet auf ein Tor. Und versucht gar nicht wegzulaufen. Gigi? Das wird definitiv ein Doppelpip gewesen sein, da bin ich mir mehr als sicher. Wenn wir haben jeden dreimal dran gehabt, außer die Head-on-Dame. Wir haben kaum Gens verloren. Zwei Gens haben sie geschafft. Und wir haben viel gechased. Ja, komm, hol ich die Palette noch mit. Gibt eh keine Punkte mehr. Ja, maximal. Alles maximal. Da kriegst du nichts mehr raus hier. Die haben wir komplett ausgenommen. Erbarmungsloser Killer. Gucken wir noch kurz, wie viele Pips. Komm, mach. Anhand den Punkten erkenne ich es ja auch. Wenn da 32.000 steht, ist ein Double Pip. Definitiv. Yes, volle Punktzahl, Double Pip. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.